Zeiten wie diesen. Gibt's keine Toleranz bei mir. Hab schon verstanden. Was weiß ich? Gehen Sie zu Ihren Eltern. Das kann ich nicht. Sie werden doch jemanden kennen. Aber nicht so. Könnten Sie nicht... Im nächsten Monat bekomme ich wieder etwas mehr Geld. Könnten Sie nicht etwas toleranter sein? Beim Geld gibt es keine Toleranz. Für eine Nacht kannst du gerne bleiben. Peter, das ist lieb von euch. Wir sind für dich da. Danke, Harald. Aber ich habe schon was anderes. Na gut, dann melde dich. Danke, dass ich meine Sachen derweil bei euch unterstellen kann. Sicher. Aber was ist eigentlich mit deinen Eltern? Du weißt, die haben keinen Platz. Ja, sicher. Bis dann. Ciao. Und danke. Pass auf dich auf. Es geht auch ohne. Wirklich früher gehen. Der Babysitter ist schon wieder krank und ich will die Kleine nicht so lange im Kindergarten lassen. Schon eigenartig, wie oft sowas passiert. Willst du mir was unterstellen? Nein, aber ich habe auch keine Lust, schon wieder länger zu bleiben. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Bring diese 2 Stunden. Es ist das letzte Mal, Victoria. Versprochen. Na, denk's an. Ich glaube, auch sie ist was Besseres. Was sie doch. Sie wird auch ihre Probleme haben. Und die muss sie auch schon öfter unterschrieben haben. Man wird verstehen, dass sie das nicht gefällt. Naja. Na los, hab zu deiner Kleinen. Wir schaffen ihn dann schon. Wir schließen dann. Es ist schon kurz vor 9. Ja. Wie war's? Anstrengend. Abendschule ist anstrengend. Ich bevorzuge die Schüler am Vormittag. Denk ans Geld. Das tue ich. Und sonst? Alles in Ordnung. Was liest du denn? Was Romantisches. Ach. Hast du zu wenig Romantik in deinem Leben? Vielleicht. Wo sind denn die Kinder? Ach, Lukas ist noch mit Verena unterwegs und Lena ist schon im Bett. Na ja, das wäre ja... eine Gelegenheit, um wieder mal ein bisschen zu kuscheln. Das Buch ist gerade so spannend. Immer in Büchern vergraben. Zu viele Schatten in meinen Augen.
schwarze Löcher in meinem Blick, leere Phrasen, die nicht viel taugen, gedroschen von Leuten mit sehr viel Geschick. Brücken hinter mir stürzen ein, ich habe keine Kraft mehr. Bin am Ende meines Lateins und dich, dich vermisse ich sehr. Gestern war alles schöner und reiner, heute nur mehr Kampf und Angst. Der Siegeswille wird immer kleiner. Kaum noch Hoffnung, nach der du langst. Verstehen Sie das nicht falsch, aber wir arbeiten gerne immer mit den gleichen Leuten zusammen. Und Sie, Sie kennt man ja auch nicht. Nein, nein. War der dort? War der dort? Ja. Wie Sie sich das vorstellen, geht es gar nicht. So kann man das nicht machen. Wiederhole, da kommen wir nicht zusammen. Nein. Ich habe keinen Hunger. Schätzchen, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aber ich bin gerade aufgestanden. Ich mag nicht. Ja gut, dann trink wenigstens deinen Kakao. Was magst du denn, Jausenbrot? Keine Wurst jedenfalls. Also Käse. Und Tomaten? Ja, okay. Und du? Lukas! Was? Kannst du vielleicht für 5 Minuten dein Handy weglegen? Was magst du in dein Jausenbrot? Salami. Sehr gesund. Schmeckt mir halt. Schon gut. Martin? Ich kaufe mir unterwegs etwas. Ich habe heute nur 3 Stunden Unterricht. Gut, kannst du noch einkaufen gehen? Ich muss heute eine Kollegin vertreten und bin im Bad. Schon wieder? Ja, was soll ich machen? Denk ans Geld. Sicher. Hast du einen Einkaufszettel? Schreibe ich gleich. Ich muss dann los. Sieht alles gut aus. Physisch ist jedenfalls alles in Ordnung. Ihre Blutwerte sind auch okay. Okay. Sie wirken etwas angespannt. Wahrscheinlich schlafen Sie zu wenig. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Im Grunde kann man sich ja nur selbst helfen. Danke. Auf Wiedersehen. Ich sollte mein Leben überdenken. Guten Morgen, ich habe eine Jahreskarte. Guten Morgen. Bitte schön. Danke. Tag gehe einkaufen und die Herrschaften machen es sich gemütlich. Schon mal was vom gemeinsamen Haushalt gehört? Ich bin ja nicht eure Putzfrau. Oh je, schlechte Laune. Verblöden ja heutzutage mit diesem ganzen Technikzeugs.
Und du? Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht, sonst... Ja, Mama, aber ich kann ja noch etwas machen. Du, das kann dir nicht schaden. Was ist denn los? Und du, immer nur mit dir selbst beschäftigt. Das ist aber jetzt nicht fair, ich habe gekocht. Ja, und ich kann diesen ganzen Dreck wegputzen. Musst du ja nicht, lass es bis morgen stehen. Toll, und wer macht's morgen? Bleibt er doch wieder an mir hängen. Jetzt sei doch nicht so. Was? Wie bin ich denn, ha? Komm her, ich massiere dich ein bisschen, ne? Lass mich in Ruhe, ich gehe. Ach, lesen. Ja, verkriech dich nur in deiner Fantasiewelt. Was weißt denn du schon? Wir haben schon jemanden für die Regie. Vielleicht nächstes Jahr. Wir halten sie in Evidenz. Das Budget für dieses Jahr ist ausgeschöpft. Tut mir leid. Reichen Sie fürs nächste Jahr wieder ein. Sie erinnern mich an meine Tochter. Lassen Sie sich schmecken. Danke. Jetzt schon wieder Kopf hoch. Liebeskummer hat noch keinen umgebracht. Wo ist Mama? Liegt noch im Bett. Warum? Weil sie müde ist. Ich bin auch noch müde. Und? Ich will auch wieder ins Bett. Du trink deinen Kakao aus und dann ab in die Schule. Und du räumst den Tisch ab. Was? Abräumen, habe ich gesagt. So, Kinder, hier. Kauft euch unterwegs eine Jause. Ich muss dann. Ciao, meine Lieben. Tschüss, Mama. Tschüss, Mama. Ja, hallo, Victoria hier. Ich fühle mich gar nicht gut, lieg im Bett. Ja, morgen wird schon wieder gehen. Bis dann. Nein, nein. Nein! Wie stellen Sie sich das vor? So etwas haben wir nicht im Angebot. Nein, nein, nein. Hallo, Mona. Du klingst furchtbar. Was ist passiert? Nichts. Das ist das eben. Mein langweiliges Leben in einem Mausgrauen-Gefängnis. Jetzt hör mal. Du hast einen wunderbaren, treuen Ehemann und zwei anständige Kinder. Das ist schon sehr viel. Martin sieht mich kaum mehr und die Kinder machen nur noch ihren eigenen Kram. Das ist doch toll. So hast du wenigstens Zeit für dich. Um romantische Romane zu lesen und einem Job nachzugehen, für den ich wahrlich nicht hätte studieren. Schreib doch wieder mal was. Mir fehlt die Inspiration. Dann trink erst einmal ein Glas Wein. Was glaubst du, was ich gerade tue? Na bitte. Dann bist du ja auf dem richtigen Weg. Und wie geht's Iris und Markus? Deinen Geschwistern geht's gut. Markus' Firma läuft großartig. Er hat sich eine neue Wohnung gekauft. Und Iris macht in 2 Monaten ihre Diplomprüfung. Und hat auch schon eine Stelle in Aussicht. Bei einer renommierten Kanzlei. Das ist toll, freut mich für Sie. Wir sind so stolz auf die beiden. Ja. Und du, wann kommst du wieder mal zu uns? Ach, Mama.
und bin mitten in den Vorbereitungen für ein neues Projekt. Tja, ist ja auch gut, wenn du an deiner Karriere arbeitest und viel verdienst. Ja. Adina, warte, ich gebe dir noch Papa. Hallo, mein Kleines. Alles gut bei dir? Ja, sicher, alles bestens. Wie geht's deinem Magen? Der tut seine Arbeit. Nur beim fetten Essen muss ich aufpassen. Schau auf dich. Mach ich. Also Papa, ich muss dann wieder. Sicher. Ich will dich nicht länger aufhalten. Wenn du was brauchst, melde dich. Ja, mach ich. Wirklich? Ganz sicher. Alles Liebe, mein Kleines. Ciao, Papa. Du weißt, dass ich deine Überraschungsbesucher nicht mag. Kannst du nicht vorher anrufen? Ach, was ist denn nicht so zimperlich? Ich würde wohl meine Enkelkinder ihnen wiedersehen dürfen. Die sind aber gar nicht da. Immer unterwegs, das junge Volk. Naja, macht nichts. Möchtest du einen Wein? Zu früh schon? Warum nicht? Wo ist denn dein verschrobener Professor? Mein lieber Mann trifft Freunde. Er hat Freunde. Du interessierst dich ja nicht für ihn. Dein Wohl war mir immer am wichtigsten, dass es dir gut geht. Aber du hast wegen ihm ja gleich deine Karriere hingeworfen. Zumindest habe ich Fertigstunde. Ja, und wozu? Um dich dem Haushalt und den Kindern zu widmen? Und einen Job zu machen, für den du weit überqualifiziert bist? Ich habe es mir eben so ausgesucht. Nichts da. Ohne Martin hättest du es weit bringen können. Soll das heißen, du würdest gerne auf deine Enkelkinder verzichten? Nein, so war es natürlich nicht gemeint. Weißt du was, Mama? Es ist besser, du gehst. Zum Streiten bin ich nämlich nicht aufgelegt. Aber bitte. Das ist aber nicht fein von dir. Macht nichts. Und wenn du das nächste Mal kommen willst, ruf vorher an. Geht's dir gut? Du wirkst leicht nervös. Ach, ich freue mich nur, dass wir uns wieder mal sehen. Mir geht's gut, alles in Ordnung. Ich habe was zu essen mitgebracht. Nach der Probe habe ich immer Riesenhunger. Und nachdem du dich ja nicht in einem Lokal zum Essen treffen wolltest, dachte ich, ich nehme ein kleines Picknick mit hierher. Das ist lieb vom Tier. Zu den Proben nehme ich auch immer für alle was mit. Das macht sympathisch. Ja, bei dir läuft es anscheinend gut. Ja. Aber dich bedrückt doch irgendetwas. Was ist denn los? Ach, ich muss mir eine neue Wohnung suchen und du weißt ja, wie es bei mir immer mit dem Geld ausschaut. Hast du gerade kein Engagement? Natürlich nicht. Die ersten Träume haben sich schnell in Luft aufgelöst. In der Realität ist als Regisseurin nicht viel zu holen. Die Chance, den Durchbruch zu schaffen, ist sehr gering. Ach, was heißt schon Durchbruch? Du darfst einfach nicht aufhören. Ich gebe mich auch oft mit schlecht bezahlten und kleinen Rollen zufrieden. Ja, natürlich. Warum hast du dich eigentlich nach so langer Zeit wieder gemeldet? Nach unserem Krach? Brauchst du was? Nein, alles in Ordnung. Jetzt sag schon. Naja, vielleicht. Also wäre es vielleicht möglich, eine Zeit lang bei dir zu wohnen? Also nur vorübergehend. Bei mir? Ja, also ein, zwei Tage wären schon möglich. Aber länger. Andi wohnt seit kurzem bei mir. Und es ist jetzt schon ziemlich eng. Verstehe. Es tut mir wirklich leid. Kein Problem.
für ein Gutes nehmen. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Auch wenn du nichts sagst, man sieht das. Ich kenne dich gut genug. Mach's gut. Danke. Du auch. Einmal ohne Handy. Was gibt's? Ich ziehe nach der Matura mit Verena in eine eigene Wohnung. Wie bitte? Warum? Ich brauche meine Freiheit. Naja, schön und gut, das verstehe ich, aber wie willst du dir das leisten? Ich meine, wir werden dich selbstverständlich während des Studiums weiterhin unterstützen, aber für eine weitere Wohnung können wir nicht aufkommen. Verenas Eltern zahlen mit. Du wirst aber trotzdem einen Nebenjob suchen müssen. Nein, das werde ich nicht. Ich möchte mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren. Und Verena auch. Also das solltest du dir noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Klingt nach unseren Plänen damals. Und dann kam alles anders. Und was sagst du dazu, Mama? Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ist gut. Im Moment ist nicht viel los. Ich geh dann. Wer hat morgen Frühdienst? Ich. Schon wieder? Nina hat mich gebeten, ihre Tochter ist schon wieder krank. Na dann, schönen Abend. Dir auch. Schaut euch die an. Eine Sandlerin. Willst du ein paar Cent? Die stinkt sicher. Wo willst du denn hin so spät? Kümmert euch um eure Sachen. Was zum Teufel in sowas haben? Ist dir egal. Was ist dein Problem, Langeweile? Ist doch nicht langweilig, unser Gespräch. Da bin ich anderer Meinung und jetzt geh mir aus dem Weg. Macht was Vernünftiges aus eurem Leben und kümmert euch um euren Scheiß. Also ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt. Wir können ihn nicht komplett unterstützen, aber ein Nebenjob kommt für ihn natürlich nicht in Frage. Sei doch froh, wenn du ihn los wirst. Der Rest wird sich finden. Kinder muss man gehen lassen. Natürlich, Claudia, aber stellt sich das alles ein bisschen einfach vor. Ich bin auch gleich nach der Matura ausgezogen. Aber das waren andere Zeiten. Das kannst du nicht mit heute vergleichen. Und außerdem sind Mädchen selbstständiger. Das auf alle Fälle. Für eine Mutter ist das nicht so einfach. Ihr habt keine Kinder. Das heißt aber nicht, dass wir nichts vom Leben verstehen. Wir sind Karrierefrauen, Heidi. Ich glaube nicht, dass dieses Thema jetzt passt.
Wieso nicht? Victoria hatte doch auch so hochtrabende Pläne, eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden, nicht? Und? Hör auf! Ich glaube nicht, dass ich mich für irgendetwas rechtfertigen muss. Aber wenn du es schon hören willst, ja, in dieser Hinsicht habe ich versagt. Dafür hat sie eine Familie im Gegensatz zu uns. Und einen Berg Probleme. Der hat ihn nicht. Irgendwie ist mir der Spaß vergangen. Ich gehe lieber. Martin wartet sicher schon auf mich. Bleib doch noch. Nein, Luna. Keine Lust. Musste das sein? Ist doch immer das Gleiche mit ihr. Kaum sagt man was, was ihr gegen den Strich geht, ist sie schon eingeschnappt. Sie hat es wirklich nicht leicht. Jeder wie er will. Hm? Stellen wir noch etwas? Ja klar. Warum nicht? Hallo. No, ist aber nicht spät geworden heute. Mir war irgendwie nicht danach. Waren die bösen Mädchen wieder gemein zu dir? Oh, du kennst sie ja. Wie sollen sie mich auch verstehen? Sie sind nur für Karriere aus, haben keine Familie. Das sind wirklich zwei Welten. Natürlich vor dem Fernseher. Schön, dass du wieder mal vorbeischaust. Ich freue mich so. Ich dachte schon, es ist etwas passiert. Was soll denn passiert sein? Ich habe nur viel zu tun. Ja, du sollst nicht so viel arbeiten, Adina. Ja, ihr jungen Leute, denkt an eure Karriere, aber das Leben hat auch noch andere schöne Dinge bereit. Wahrscheinlich. Hast du Probleme? Naja, wer hat die nicht? Ja, dann sag, wenn dir etwas fehlt. Brauchst kein Geheimnis von mir zu haben. Ich freue mich nur, dich zu sehen. Das ist lieb. Bist mein Liebling. Du hast ein großes Herz. Manchmal wäre es besser, der Verstand wäre größer. Na, vielleicht. Es wird sich alles richten. Höre nur auf dein Bauchgefühl. Und du kannst gar nicht falsch liegen, glaub mir. Die Weisheiten des Alters. Ja, manche Seelen haben gelernt und die anderen brauchen halt noch. Gut, Opa, ich werde dann wieder, ich habe noch einen Termin. Hier. Sie soll dir Glück bringen. Was zeigt sie? Janus, den Gott der Doppelwelt, den römischen Gott des Anfangs und des Endes. Jeder hat ein verborgenes Gesicht, das man nur von der richtigen Position aus erkennen kann. Warum schenkst du mir die? Ja, dein Namen, weißt du? Mein Name? Adina ist das Anagramm von Diana. Und Diana, die Göttin der Jagd, ist das weibliche Pendant von Janus. Danke, Opa. Und komm wieder. Es ist so langweilig hier. Ich versuch's, versprochen. Frau Schubert, wenn Sie den Kurs nicht machen wollen, dann verlieren Sie den Anspruch auf Unterstützung. Was soll ich mit einem Computerkurs? Ich bin Regisseurin. Für diese Art von Jobs haben wir nichts Passendes im Angebot. Das ist kein Job, sondern mein Beruf. Sicher. Aber das hilft uns im Moment auch nicht weiter. Machen Sie Initiativbewerbungen. Vielleicht finden Sie etwas Passendes. Kommen Sie in 2 Wochen wieder, dann sehen wir weiter. Bis dahin bleibt alles, wie es ist. Aussichtslos. Ich will Ihnen doch nur helfen. Ja, ich weiß, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.
noch schaffe ich es alleine. Sie kommen fast jeden Tag. Ich habe eine Jahreskarte. Ja, ich weiß. So kann das nicht ewig weitergehen. Ist dir diese Frau auch schon aufgefallen? Wer? Die in letzter Zeit jeden Tag hier auftaucht, aber meistens nur schläft. Ja, komisch. Weißt du was über sie? Nein, aber es kann ja jeder bleiben, solange er will, wenn er eine Jahreskarte hat. Schon. Ich wundere mich nur. Atala wird das Gröbste bald überwunden haben. So etwas überwindet man nie. Er ist jetzt 3 Jahre tot. Aber die Erinnerung bleibt. Er lebt in ihren Gedanken weiter. Sie wird sich wiederfinden. Ihre Seele kennt das Gefühl. Manche Seelen brauchen länger. Wie recht du hast. Du meinst? Frau Helen. Ja. Warum Konrad... Er wird schon seine Gründe haben. Ja. Hallo, darf ich euch mal was fragen? Was willst du denn wissen? Seid ihr ohne Wohnung? Sieht man das nicht? Aber irgendwo? Irgendwo. Irgendwo könnte ich schon wohnen. Aber mir ist es zu anstrengend. Da lebe ich lieber auf der Straße, vor allem jetzt, wo es warm ist. Und im Winter? Da gibt es schon so Möglichkeiten. Und du? Lebst du auch auf der Straße? Nein, es hat mich nur interessiert. Mehr habe ich im Moment nicht bei mir. Alles Gute. Dankeschön. Komische Frau. Egal. Wir sind ja auch nicht gesellschaftsfähig. Es wird leichter. Ich weiß. Vertrau auf das Schicksal. Wenn Dunkelheit umfängt mein Zimmer, dann liebe ich das. Denn sie hilft immer zu schärfen meinen Geist zum wahren Denken. Sie wird mir Bilder und auch Worte schenken. Zufall. Ich bitte aus dem Hallenbad, an der Kasse. Erkennen Sie mich nicht? Doch, sicher. Was machen Sie hier? In die Vergangenheit eintauchen. Früher habe ich sehr viel Zeit in dieser Bibliothek zugebracht. Sie inspiriert. Finden Sie nicht? Ja, vielleicht. Und was machen Sie hier? Ich vertreibe mir die Zeit. Ich bin gerne hier. Es ist so schön ruhig. Und man kann den Gedanken nachhängen.
Sie nichts Bestimmtes vorhaben? Was halten Sie davon? Ich lade Sie auf einen Kaffee ein. Naja. Kommen Sie. Würde mich wirklich freuen. Gut. Und ich hatte so hochtrabende Pläne. Eine berühmte Schriftstellerin wollte ich werden. Aber dann bin ich schwanger geworden und es hat überall am Geld gemangelt. Mein Mann hat als junger Lehrer nicht viel verdient. Jedenfalls habe ich schnell mein Studium beendet und mich meiner Familie gewidmet. Anfangs habe ich noch ein paar Gedichte geschrieben. Aber das hat sich dann auch aufgehört. Keine Zeit, keine Lust, oft müde. Vor ein paar Jahren habe ich dann diesen Job im Hallenbad bekommen. Nur zu Hause, da wird man ja verrückt. Mir haben die sozialen Kontakte gefehlt. Obwohl meine Kollegen im Hallenbad auch nicht gerade ein bereichernder Umgang sind, aber egal. Schreiben Sie jetzt gar nicht mehr? Lass uns doch duzen, dieses Sie klingt irgendwie komisch. Wir sind doch ungefähr im selben Alter, oder? Gerne. In meiner Branche ist du ohnehin üblich. Athena. Victoria. Welche Branche? Ich bin Regisseurin, Theater und Film. Wirklich? Erzähl. Vielleicht ein anderes Mal. Na gut. Aber schon interessant, wie manchmal der Zufall spielt. Ich glaube nicht an den Zufall. Dein Schicksal. Eine Schriftstellerin und eine Regisseurin. Danke jedenfalls für den Kaffee. Ich muss dann weiter. Gerne. Ciao. Ciao. Travel through the rain of life, pain that cuts you like a knife. Every day a lot of work. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, also ich suche etwas für einen festlicheren Anlass fürs Theater. Vielleicht eine schöne Hose, ein Blazer. Darf es auch ein Kleid sein? Wir haben ganz neue Kleider hereinbekommen. Kleider, also, ich weiß nicht. Schauen Sie, das wäre doch schön, das könnte Ihnen gut stehen. Meinen Sie? Danke. Diese zwei Modelle könnten Ihnen auch gut stehen. Alt, verlebt, erfolglos. Das Kleid steht Ihnen wirklich ausgezeichnet. Viel Freude. Danke, schönen Tag noch. Ihnen auch. Hallo Mona, hast du Lust auf einen Kaffee? Kannst du kurz von der Arbeit weg? Ja, in 20 Minuten bin ich bei dir. Okay. Hallo. Hallo. Und was hast du denn da geleistet? Unser Hochzeitstag steht an und Martin möchte mich schön ausfüllen. Schön. Aber du und dein Kleid? Etwas ganz Seltenes. Du schaust gut aus. Ich schreibe wieder. Endlich. Beim Schreiben ging es dir immer gut. Stimmt. Und was? Bis jetzt nur eine Kurzgeschichte. Glaub an dich. Ich tu's auch. Verschwörerisch wie in alten Zeiten. Interessantes Stück. Endlich wieder klassisch inszeniert, das tut gut. Für dich ist mir nichts zu kostbar. Schönen Hochzeitstag. Schönen Hochzeitstag. Und Nacht. Manchmal ist deine Mutter ja doch für etwas zu gebrauchen. Ja, wenn man Nina über Nacht bei ihr lassen kann. Aber ohne Nerven ging's natürlich wieder nicht. Ach, vergiss es. Wir kennen sie ja. Und Lukas verbringt ohne dies schon mehr Zeit bei Verena als bei uns zu Hause. Man muss sie fliegen lassen. Denk dran, was wir damals für Träume hatten. Was ist davon übrig? Ach, hör auf. Es geht uns doch gut. Ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben. Ach, deshalb wirkst du in letzter Zeit viel ausgeglichener.
Es macht Spaß, sich seine eigene Fantasiewelt zu entdecken, statt nur davon zu lesen. Das glaube ich dir. Es freut mich, wenn es dir gut geht. Das macht auch mich glücklich. Guten Morgen. Hallo. Stell dir vor, ich habe nach unserer letzten Begegnung eine Kurzgeschichte geschrieben. Oh, worum geht's? Eine moderne Rittergeschichte. Vielleicht magst du sie mal lesen? Ja, klar. Warum verbringst du deine Tage eigentlich so gerne im Schwimmbad? Gerne? Was soll ich sonst machen? Wie? Ach, nichts. Was ist los? Alles bestens. Ich meine, ich kenne dich nicht, aber irgendwas ist da doch. Magst du vielleicht darüber reden? Fremde sind oft besser zum Zuhören geeignet. Ich habe meine Wohnung verloren und schlage mir die Tage und Nächte in Bibliotheken, Nachbars, Parks und im Hallenbad um die Ohren. Kann man sich zumindest auch waschen. Wie? Du lebst auf der Straße? Ja. Kannst du dich bei Freunden übernachten oder bei deiner Familie? In meiner Branche hat man keine echten Freunde und meine Eltern sollen nichts davon erfahren. Meine Mutter hat mich schon immer für eine Versagerin gehalten. Wovon lebst du? Ich bekomme eine kleine Unterstützung vom Staat. Mit meinem Beruf kann man kein Geld verdienen. Engagements bekomme ich keine, Förderungen wurden alle abgelehnt und ohne Geld kann ich keine Projekte auf die Beine stellen. Ein Teufelskreis. Ich habe aufgegeben. Was soll ich sagen? Du musst nichts sagen. Es hat gut getan, das alles einmal auszuspucken. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Ach, mir wird schon was einfallen. Irgendwie geht's immer weiter. Lass uns heute was trinken gehen. Ich zahle. Okay. Das wäre doch die Lösung. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Ich rede heute mit Martin. Er wird zwar nicht erfreut sein, aber vorübergehend wird er nichts dagegen haben. Das wäre schön. Zuerst kommst du morgen mal zum Abendessen zu uns und lernst meine Familie kennen. Lukas übernachtet sowieso meistens bei seiner Freundin. Und falls er da ist, schläft er auf der Couch. In ein paar Wochen ziehen die beiden in eine eigene Wohnung. Dann kannst du vorübergehend sein Zimmer haben. Alles Weitere organisieren wir später. Der gute Engel. Schicksal. Was? Das ist Schicksal unserer Begegnung. Außerdem, ja. Was hältst du von einem gemeinsamen Projekt? Ja, du bist Regisseurin, ich Schriftstellerin. Ich hab's noch nie gemacht, aber wir können uns gemeinsam an einem Drehbuch versuchen. Was hältst du davon? Das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Überleg's dir. Ich habe eine Idee. Du überforderst mich im Moment. Dann reden wir ein anderes Mal. Aber denk drüber nach. Ich denke darüber nach. Mein Leben ist im Moment nur etwas chaotisch. Wir gehen einfach eins nach dem anderen an. Du bist dir ganz sicher? Naja, vorübergehend lässt sich das schon machen. Ich meine, man kann sie ja schließlich nicht auf der Straße lassen. Jetzt scheinst du ja doch nicht mehr so unglücklich darüber zu sein, dass ich ausziehe. Du leg erst einmal dein Handy weg. Adina kommt gleich. Ihr wollt doch einen guten Eindruck machen. Feiner Sandlerin. Sie ist keine Sandlerin, sondern vor ein paar Wochen durch unglückliche Umstände auf der Straße gelandet. Das kann jedem passieren. Mir nicht. Ich hab ja euch. Das ist Adina. Mein Mann Martin, Lena und Lukas. Hallo. Hallo. Setz dich doch. Und du kennst wirklich berühmte Schauspieler? Kommt darauf an, was du unter berühmt verstehst. Die aus dem Fernsehen. Ein paar? Jetzt durchbohr sie doch nicht gleich mit deinen Fragen. Adina, ich denke, wir sagen gleich du. Möchtest du etwas wählen? Gerne. So, ich gehe dann. Wohin? Treffe mich mit ein paar Freunden. Schläfst du heute hier? Ja, wahrscheinlich. Du solltest ins Bett, schaust schon ganz müde aus. Ja, gute Nacht.
Ich sollte dann auch langsam aufbrechen. Wieso? Naja. Du kannst selbstverständlich schon heute hier schlafen, wenn du möchtest. Musst halt mit der Couch vorlieb nehmen. Wirklich? Danke. Diese eine alte Fuchtelin, die Blonde, die hat mich total an meine Mutter erinnert. Und mich an meine. Unsere Mütter scheinen sich ja ziemlich ähnlich zu sein. Meine ist jedenfalls eine Furie. Meine auch. Und zudem bin ich in ihren Augen das schwarze Schaf. Meine denkt, ich hätte mein Leben vergeudet. So komisch, wie das Leben so spielt. Hast du über meine Idee nachgedacht? Das gemeinsame Projekt, das Drehbuch, der Film? Nicht wirklich. Ah, nach diesem Film bin ich richtig motiviert. Das wäre doch was. Eine moderne Rittergeschichte. Aber irgendwie auch anders. Vielleicht eher fantasymäßig. Was sagst du dazu? Für die Geschichten bist eher du zuständig. Ich setze sie bloß um. Mit Film habe ich keine Erfahrung. Lass uns doch gemeinsam daran arbeiten. Ich weiß nicht. Erzähl mal, was dir so vorschwebt. Gehen wir was trinken. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Denk doch nicht so kompliziert. Probleme, die man in der Fantasie, also im Kopf löst, lösen sich auch in der Realität. Die Wirklichkeit spiegelt sich in der Fantasie. Es muss keine historische Wahrheit geben. Es ist Fantasy. Eine Fantasiewelt. Wir können machen, was wir wollen. Die Geschichte spielt irgendwo und irgendwann. Das Drumherum können wir uns noch überlegen. Wichtig ist, den Konflikt auszuführen. Worum geht es eigentlich? Um eine Familienfehde. Zwei Personen und ein Konflikt. Die Wirklichkeit spiegelt sich in der Fantasie. Eben, was braucht man mehr? Wir stellen eine Liste von Figuren auf, die wir brauchen. Alles Weitere ergibt sich. Wir sind doch beide sehr kreative Menschen. Und wenn etwas unschlüssig ist, hat man die Ausrede, es ist nur ein Film. Eine Illusion. Die nicht der Realität entsprechen muss. Das ist es. Hauptsache spannend. Ich glaube, das kann was werden. Wir haben schließlich nichts zu verlieren. Genau. Wer möchte ein großes Stück? Ich. Die Kleinsten wollen immer das Größte. Die Unbeschwertheit der Kindheit. Ist alles okay bei dir, Schwesterchen? Ach, die kleinen Leiden des Alltags. Pubertierende Kinder, ignoranter Mann, unbefriedigender Job. Wie es halt so ist in mir. Bei niemandem ist es perfekt. Ich habe eine Jahreskarte. Hast du etwas gegen unser Bad? Hier war es immer so meditativ. Hilft mir bei unserer Geschichte. Wenn das so ist, bitte. Ich freue mich auf den Abend. Wann hast du Schluss? Um 18 Uhr. Bis später. Ja. Lass dich nicht stören. Ich gehe ein bisschen spazieren. Gut, bis später. Zwei Fronten. Ich stelle mir zwei Seiten vor. Zwei Brüder. Und was ist der Konflikt? Konrad, es kann nicht sein, dass er noch mehr Land bekommt. Natürlich nicht. Er hat keinerlei Rechte. Mein Vater war dumm genug, ihm die Ländereien rund ums Lager zu vererben. Er ist immerhin sein Sohn, unser Bruder. Halbbruder! Unser Halbbruder, Attala. Vergiss das nicht. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Wenn es um den Familienbesitz geht, sehr wohl. Willst du, dass dieses Pack immer mehr beansprucht? Chlodwig hat immerhin unser Blut in den Adern, Helen. Und sie sind rechtschaffene Menschen, das kannst du nicht bestreiten. Rechtschaffen. Lungern im Wald herum und hausen wie Barbaren. Ich bewundere sie für ihr freies Leben. Was soll denn daran frei sein? Ich vertrete Konrads und Helens Standpunkt. Es muss eine Grenze geben. Wenn Konrad nachgibt und ihnen noch mehr Land zur Verfügung stellt, werden sie weiterhin mehr fordern. Du hast vollkommen recht, Darius. Es reicht. Und weiter will ich nichts mehr hören. Chlodwig, du hast durchaus recht, wenn du mehr Land beanspruchst. Aber macht es wirklich Sinn? Vater hat recht. Geben wir uns doch zufrieden. Uns allen geht es gut. Wir haben unser Auskommen und leben in Frieden.
Du bist zu nachgiebig, Nolan. Und du, Erin, gibst dich doch sonst nicht so schnell zufrieden. Was ist los mit euch? Habt ihr euren Kampfgeist verloren? Nein, aber wir kennen Konrad. Er wird kein kleines Stück Land mehr hergeben. Und Erin hat recht. Wir brauchen nicht mehr. Es geht um Gerechtigkeit. Immerhin steht Regan auf meiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Jedoch nicht um jeden Preis. Was soll das heißen? Wir sollten einen weiteren Versuch wagen. Aber auch den Weisen Rat hinzuziehen. Schließlich geht es um die gesamte Gruppe. Du kannst es nicht als reine Familiensache abtun. Es fließt das gleiche Blut in Konrads wie meinen Adern. Nur bist du illegitim und von deinem Vater nie offiziell als Sohn anerkannt worden. Jeder weiß, dass ich sein Sohn bin. Wissen und Gesetz, zwei unterschiedliche Sachverhalte. Und Gewalt ist keine Lösung. Manchmal muss Blut fließen. Nein, das muss es nicht. Es geht auch ohne Blut. Reiten wir los. Konrad rechnet nicht mit uns. Du baust auf den Überraschungsmoment. Denk an Helen. Sie wird dich in die Schranken weisen. Sie hat über nichts zu entscheiden. Über gar nichts. Hat aber großen Einfluss auf ihren Mann. Vergiss das nicht. Das werden wir sehen. Regan, wir reiten in einer Stunde los. Mit dieser Überraschung haben wir heute nicht mehr gerechnet. Seid ihr nur zu zweit? Verehrte Helen, ich begrüße dich aufs Herzlichste. Würdest du uns mit deinem Mann für einige Augenblicke alleine lassen? Vor meiner Frau habe ich keine Geheimnisse. Helen bleibt. Bruder, einen guten Tag wünsche ich. Willkommen. Ludwig, Regan, was führt euch zu uns? Ein weiteres Mal möchte ich dich um ein Stück Land bitten, das rechtens mir zusteht. Mein Vater hat gut für dich gesorgt, denke ich. Nichts weiteres hast du zu beanspruchen. Unser Vater war ein gütiger Mann. Allerdings, denke ich, steht mir mehr zu. Diese Unverschämtheit musst du von deiner Mutter haben. Ich denke, ihr solltet über unser Begehr nachdenken, bevor du beleidigend wirst, Helen. Es gibt nichts nachzudenken. Ihr habt mehr als genug. Wir haben gerade unser Auskommen. Die Ländereien, die ihr euer eigen nennt, sollten ausreichen. Unsere Gruppe wächst. Wir werden bald mehr Land benötigen. Und dann beansprucht ihr mehr und mehr. Es wird nie aufhören. Das sollte dein Mann entscheiden. Ich bin nicht bereit, noch sehe ich einen Grund, euch mehr Land zu geben. Also geht jetzt und fügt euch in euer Schicksal. Denk wenigstens drüber nach. Ich habe darüber nachgedacht. Es reicht. Nicht nachgeben. Vater hat vollkommen recht. Henrik, du bist zu jung, um die Zusammenhänge zu verstehen. Nenn mich nicht jung, du Hexe. Du willst ja nur, dass wir alles verlieren. Wie kannst du so mit unserer Tante sprechen? Was fällt dir ein? Hüte deine Zunge. Junge, du hast noch viel zu lernen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist hier nur geduldet, Darius. Das hält mich nicht davon ab, dich in die Schranken zu weisen. Darius ist für uns wie ein Familienmitglied. Er war in deinem Alter, als seine Eltern gestorben sind. Wir haben ihm die Familie ersetzt. Denk darüber nach. Er hat nicht unser Blut. Blut ist nicht immer das Wichtigste. Es gibt auch Werte und Empathie. Du Hexe. Atela, es tut mir so leid, wie er dich behandelt. Meine liebe Odila, er ist bloß ein dummer Junge. Dumme Jungen können gefährlich werden. Hoffentlich wird er irgendwann verstehen. Ich hoffe, er kommt nicht nach Mutter. So etwas solltest du nicht sagen. Deine Mutter liebt dich. Mein Sohn Maximilian wäre auch nicht erfreut, darüber zu sehen, dass sein Erbe gemindert wird. Maximilian? Natürlich nicht, aber vielleicht gibt es ja eine andere Lösung. Widersprich deinem Vater nicht. Genug, es ist alles gesagt. Geht! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das werden wir sehen. Für Junge.
Man darf nicht nachgeben, sonst verliert man. Glaub an unsere Familie und an das, was rechtens ist. Fragt sich nur, was rechtens ist. Ich hätte strenger sein sollen. Er ist zu weich. Er hat ein gutes Herz. Der Rest findet sich. Du hast gelauscht? Es war nicht zu überhören. Bei deinem Gerechtigkeitssinn würdest du wahrscheinlich mit Ludwig teilen. Aber denk gar nicht daran, ihm einen Teil deines Erbes abzutreten. Ich denke darüber nach, Bruder. Allerdings bleibt es meine Entscheidung und darauf habt ihr beide keinen Einfluss. Untersteh dich. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Helen, entschuldigt Kinder, wird immer unverfrorener. Sie hetzt Konrad auf. Was sollen wir Frauen und ein junger Mann dagegen ausrichten? Wir müssen uns einfach etwas einfallen lassen. Ludwig stiftet zunehmend Unfrieden. Dabei hat er recht und ich stehe auf seiner Seite. Wenn ich erst mit Juna verheiratet bin, wird sich alles ändern. Dann gibt es eine weitere Familienverbindung. Seid ihr da nicht so sicher? Deine Mutter wird diese Verbindung zu verhindern wissen. Miltraud, meine Mutter hat nicht über mich zu bestimmen. Und dein Vater? Konrad ist im Grunde ein gütiger Mann. Und schließlich haben Darius und ich auch einen gewissen Einfluss auf ihn. Er hört auf unsere Meinung. Mitunter. Bist du dir bei Darius sicher? Traust du ihm, Attala? Ich meine, bisher hat er sich immer noch auf Konrads Seite geschlagen. Schließlich hat er etwas zu verlieren, wenn er sich gegen Konrad stellt. Konrad könnte ihn jederzeit hinauswerfen. Du hast recht, Liana. Wir sollten ihn nicht zu sehr ins Vertrauen ziehen. Ich brauche einen Spaziergang. Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Vielleicht kommt mir ein guter Einfall. Adolf, komm her. Hast du schon wieder gelauscht? Ich habe nichts gehört. Ich warne dich. Schon gut. Geh und hol Alavis und Trudi, wir müssen das Abendmahl vorbereiten. Und bring 2 Flaschen Wein mit. Sofort. Ja, ich geh schon. Er ist ekelhaft und schmierig und macht uns das Leben nicht unbedingt einfacher. Mein Vater schätzt ihn. Das ist ein Fehler. Pass auf, worüber du in seiner Gegenwart redest. Bisher habe ich dir immer vertraut, Trudi. Ich warne dich davor, dich zu sehr mit Radolf abzugeben. Der Bursche führt nichts Gutes im Schilde. Ich finde ihn abstoßend. Wirklich, Miltraud. Mach dir keine Sorgen. Dann ist es gut. Radolf schickt mich mit dem Wein. Gibt seine Arbeit an dich ab. Und was macht er? Er hat gemeint, Herr Konrad braucht ihn. Das verheißt nichts Gutes. Wo steckt Brasia? Frau Helen braucht sie für ihre Garderobe. Es geht um das bevorstehende Fest zur Sonnenwend. Na schön. Dann bleibt das Abendmahl wieder mal an uns drei hängen. Auch gut. An die Arbeit. Schönen Tag und bestimmte Grüße von mir. Die Damen geben sich dem Müßiggang hin. Auch das braucht es manchmal, um die Gedanken zu befreien. Wovon wollt ihr denn eure Gedanken befreien? Das bleibt mein Geheimnis. Attala, die ewig geheimnisvoll. Hast du keine Geheimnisse, Dario? Wer hat keine Geheimnisse? Ich. Du bist auch noch ein kleines Mädchen. Stimmt nicht, ich bin schon 12. Entschuldige, das ist natürlich schon fast erwachsen. Hast du eigentlich eine Liebste? Das ist aber eine sehr direkte Frage, werte Odila. Ich mag es direkt. Und ich enthalte mich der Antwort. Wir brauchen diese Liebesgeschichten. Zu kitschig soll es aber nicht werden. Bitte, dann nimmt uns doch keiner ernst. Liebesgeschichten müssen sein, sonst nimmt uns keiner ernst und wir langweilen. Was hast du da? Eine Münze mit dem Januskopf. Die Pforte in eine andere Welt. Das Symbol für Anfang und Ende.
ein Talisman von meinem Opa. Lydia! Lydia! Du hast von Darius geträumt. Gib's zu. Ja. Er ist so wunderbar. Er ist feig. Maximilian schickt mir wenigstens ab und zu einen Brief. Das ist romantisch. Darius muss vorsichtig sein. Konrad sollte auf keinen Fall etwas davon erfahren, sonst könnte er ihn von der Burg weisen. Und was macht er dann? Er entführt dich, ihr reitet in den Sonnenuntergang und führt ein Leben im Paradies. Deine Romantik gut und schön, Juna, aber auch weit entfernt von jedweder Realität. Sei nicht so unromantisch. Vater kommt zurück. Komm. Mit dieser furchtbaren Helle im Rücken wird Konrad nie einlenken. Wir müssen mit härteren Mitteln zuschlagen, Erl. Gewalt ist nicht die Lösung. Außerdem, was soll es bringen? Er ist im Recht, wir haben keinen Anspruch, nichts Schriftliches. Das ist mir gleichgültig. Er war auch mein Vater. Und ich sehe sehr wohl, dass ich ihm Recht habe. Du musst mit mehr Bedacht an die Sache herangehen. Vater hat Recht, dein Jezorn hilft uns nicht weiter. Und was, Nolan, hilft uns weiter? Wir werden den Waisenrat zu Rate ziehen. Na schön. Sollen Sie darüber beraten? Regan, darf ich dich bitten, etwas auf Ludwig einzuwirken? Er sollte Ruhe bewahren. Vivia, vielleicht bereitest du deinem Vater etwas zu trinken? Juna, hast du einen Augenblick Zeit? Ja. Komm, wir gehen ein Stück. Was möchtest du denn mit mir bereden? Ich habe gesehen, dass die Regan einen Brief zugesteckt hat. Von wem? Ach, das war nur... Was? Das ist nicht deine Angelegenheit. Du bist nicht meine Mutter. Richtig. Ich bin nur deine Halbschwester. Deine weit erfahrenere Schwester. Vater wäre erbost. Würdest du ihn hintergehen oder verraten? Ich verrate niemanden. Wie kommst du darauf? Regan war auf der Burg. Kommt mit einem Brief an dich zurück. Was soll ich davon halten? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich kann dich nicht dazu zwingen, aber sei vorsichtig. Ich möchte nicht, dass du Vater enttäuscht und schon gar nicht, dass dir etwas zustößt. Mach dir keine Sorgen. Ich kann auf mich aufpassen. Der Waisenrat empfängt euch nun. Wir begrüßen die Mitglieder des Waisenrates und ersuchen um einen Gedankenaustausch. Sprich, Nolan. Chlodwig war bei Konrad, um ihn um einen Teil des Landes am Fluss zu bitten, das ihm rechtmäßig zusteht, wie er meint. Ich dachte, diese Sache sei bereits geregelt? Das ist nur bedingt korrekt. Chlodwig wurde von seinem Vater mit dem Teil des Landes bedacht, den wir bis jetzt schon beanspruchen. Allerdings wächst unsere Gruppe und wir können etwas mehr Land ganz gut gebrauchen. Steht das irgendwo geschrieben? Oder gibt es ein Dokument deines Vaters, wo davon die Rede ist? Nein. Allerdings kann es auch Konrad nur nützlich sein, wenn wir mehr seines Landes mitbewirtschaften. Warum seid ihr bisher zu keiner Einigung gekommen? Konrad ist stur. Und du nicht minder. Chlodwig hat durchaus recht, als Sohn mehr zu beanspruchen. Ein Mensch gibt nicht unbedingt freiwillig. Wir werden darüber beraten und zu einer Lösung kommen. Habt Dank. Regan, dir können wir doch vertrauen. Hilf uns, ein heimliches Treffen mit Maximilian und Darius zu vereinbaren. Livia, ich würde dich doch auch freuen. Ja. Und Regan, sei du anstandshalber auch dabei. Er spielt mit dem Feuermädchen. Versuche es über Atala. Sie ist gut. Gerade sie? Hast du etwas gegen sie? Sie ist mir zu kalt. Außerdem seid ihr sicher, dass man ihr vertrauen kann? Ganz sicher. Gut, ich werde euch helfen. Musik
Ihr seid zu einer Entscheidung gelangt? Ja. Wir sind uns einig. Keinesfalls soll Gewalt angewendet werden. Unser Schluss lautet vorerst, die Dinge abzuwarten. Und das Schicksal entscheiden lassen. Ich soll also einfach nichts tun? Vorerst. Das kann ich nicht. Du solltest dafür sorgen, dass er nicht unbedacht handelt, Nulan. Das wurde schon seiner Mutter zum Verhängnis. Er hat das gleiche leidenschaftliche Temperament. Gibt es keine andere Lösung? Die Zeit wird es weisen. Ungestüm ist die Jugend. Du musst sofort zu Konrad. Zur Rede stellen, notfalls mit Gewalt zwingen. Das wirst du nicht. Du hast Verantwortung. Verantwortung uns allen gegenüber. Lass es. Es macht keinen Sinn. Wir werden uns etwas überlegen, aber heute lassen wir die Sache auf sich beruhen. Was haben Sie gesagt? Nichts. Nur vom Schicksal getönt. Aber ich glaube nicht an das Schicksal. Nimm dich zusammen und denk an deine Familie. Wir werden einen Weg finden, früher oder später. Ja. Früher oder später. Komm, wir machen uns ein gutes Abendmahl und trinken auf das im Grunde wunderbare Leben, das uns das Schicksal beschert hat. Komm, Maria. Könntest du dir vorstellen, dass Konrad und Attala gemeinsam... Du, ich habe jetzt keinen Kopf, ich bin schon spät dran. Um 18 Uhr habe ich Schluss, dann machen wir weiter, okay? Lass die Sachen stehen, ich kümmere mich darum. Oh, danke, bis später, bis später. Entweder ganz oder gar nicht. Job, Familie, alles zusammen geht nicht, Victoria. Ich werde dir jetzt einmal zeigen, was es bedeutet, mit Leidenschaft an einem Projekt zu arbeiten. Hallo. Hallo. Du, ich habe heute so viel geschafft. Setz dich. Ich erzähle dir, wie es weitergeht. Aha. Im Moment bin ich besessen. Stell dir vor. Harmonie, meine Kinder. Befreit den Geist, die Seele. Lasst nicht den Ärger gewinnen. Mutter, ich versuche... Es wird gelingen. Vertraue. Mutter, du fehlst. Attala, meine Liebe, auch du musst vertrauen. Alles fügt sich. Wie? Ein ewiges Schicksal. Mutter. Deine Schwester ist mir manchmal unheimlich. Ob sie nicht irgendetwas im Schilde führt? Attala? Was soll da schon sein? Sie kann froh sein, dass sie als Witwe hier geduldet ist. Sie steckt immer mit Liana und Miltraud zusammen. Sei doch froh, wenn sie dir aus dem Weg geht. Da ist noch etwas anderes. Und die Kinder sind auch so vertraut mit ihr. Mir gegenüber, ihrer eigenen Mutter, bewahren sie immer Distanz. Du bist ja eifersüchtig. Unsinn. Henrik vergöttert dich geradezu. Ja, Henrik vielleicht. Du bist zu misstrauisch. Ludwig und seiner Sippschaft gegenüber ist das nur gut. Ludwig ist ein anderes Kapitel. Er fordert Dinge, die ihm nicht zustehen. Da muss man hart bleiben. Es würde mich nicht wundern, wenn Attala ihm hilft. Attala? Was sollte sie denn tun? Lass doch endlich Attala aus dem Spiel. Du wirst noch einmal an meine Worte denken. Lass es gut sein. Ich will nichts mehr hören. Deine Feindschaft ihr gegenüber ist wirklich unbegründet. Aber ich... Nichts weiter. Ja, was? Verzeihung. Nein, warte. Gut, dass du da bist. Helen, würdest du uns bitte einen Augenblick entschuldigen? Ungern. Ich habe einen Auftrag für dich. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Geheim? Selbstverständlich geheim.
schleich dich zum Lager und beobachte, was dort vor sich geht. Vielleicht kannst du irgendetwas hören. Was? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Was sie vorhaben, gegen uns zu unternehmen. Klotik wird die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Enttäusch mich nicht, ich konnte mich bisher immer auf dich verlassen. Ja. Zu viel Walking Dead geschaut, was? Freut mich, dass ich dich hier antreffe, Atala. Diese Freude liegt nicht auf meiner Seite. Was willst du, Rigan? Es geht nicht um uns. Es geht um das Spiel der jungen Liebe. Sprich deutlich und beeil dich. Ich möchte so wenig Zeit wie möglich an die Konversation mit dir verschwenden. Immer noch die gleiche Sprühtheit. Desinteresse. Ich nenne es Desinteresse. Auch an Maximilians Glück? Natürlich nicht. Was meinst du? Die holden Maiden Juna und Vivia haben mich dazu überredet, eine geheime Begegnung mit ihren Herzallerliebsten zu organisieren. Oh nein, gerade jetzt, wo die Wogen wegen der Ländereien und Klotwigs neuerlichen Besitzansprüchen hochgehen. Sie hätten keinen ungünstigeren Zeitpunkt wählen können, da muss ich dir ausnahmsweise recht geben. Die Liebe kann oftmals nicht warten, aber das verstehst du gewiss nicht. Wie oder was ich verstehe, bleibt allein mir überlassen. Hast du einen Vorschlag? Dir die Liebe verständlich machen. Lenk nicht ab. Was ist mit den Kindern? Wo und wann? Morgen um diese Zeit hier am Rande der Lichtung. Und du kommst als Anstandsdame mit. Denkst du, ich lasse Maximilian und Darius mit den beiden Mädchen allein? Mitnichten. Und ich werde über Juna und Vivia wachen. So bleibt auch die Begegnung mit dir unausweichlich. Welch Opfer manch eine für die junge Liebe bringt. Ich bin opferbereit. Was machst du hier? Guten Tag. Du bist doch hier auf der Burg. Was schleichst du hier in der Nähe des Lagers rum? Mir war gar nicht bewusst, dass ich schon so weit gegangen bin. Ich wollte bloß ein paar Beeren pflücken. Wäre dazu nicht ein Korb sinnvoll? Den habe ich vergessen, ja. Ich glaube dir kein Wort. Geh zurück. Und wenn ich dich in der Gegend noch einmal erblicke, dann blüht dir was. Ja, Verzeihung. Herr! Was ist geschehen? Du bist ja vollkommen atemlos. Darius, lass uns doch bitte einen Augenblick alleine. Ja, es scheint wichtig zu sein. Sicher. Also, hast du was herausgefunden? Leider nein, Herr. Ich wurde aufgehalten. Herr Rigan hat mich unterwegs ertappt und mir gedroht. Niemand ist mehr Verlass. Verschwinde! Helen sieht Gespenster. Meine Kinder widersprechen mir. Meine Diener sind unbrauchbar. Und Darius kann ich auch nicht wirklich trauen. Gespenster. Ich sehe keine Gespenster. Wie bitte? Dasia, du musst mir einen Gefallen tun. Ja, Herrin. Versuche Atala, Liana und Mitra zu belauschen. Ich denke, die führen irgendetwas im Schilde. Und zu niemandem ein Wort verstanden? Ja, Herrin, ich versuche mein Bestes. Wildtraut, Liana, ihr müsst mir helfen. Mir ist gerade Rigan über den Weg gelaufen. Vivia und Juna wünschen sich ein heimliches Stelldichein, morgen Nachmittag. Wenn euch irgendjemand fragt, dann sagt, dass Maximilian und Darius ausgeritten sind, um bei der Mühle nach dem Rechten zu sehen. Und ich habe sie begleitet, um etwas Abwechslung zu bekommen. Braucht ihr etwas Proviant? Du bist ein Schatz, gerne. Sei vorsichtig. Dieser Nichtsnutz von Radolf spioniert für Konrad. Und Dasia ist auch nicht zu trauen. Ich bin vorsichtig. So schnell zurück? Ich war gerade auf dem Weg in die Küche. Da habe ich gehört, wie sie über ein heimliches Treffen reden. Wer mit wem? Herr Maximilian und Darius mit Juna und Vivia. Nein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss sofort zu meinem Mann. Dasia, das hast du gut gemacht. Konrad? Helen, was ist los? Ich sehe keine Gespenster.
Gerade hat Dasia berichtet, was sie zufällig gehört hat. Was? Dein wundervoller Sohn Maximilian und dein Vertrauter Darius werden morgen heimlich diese vorlauten Mädchen treffen. Wen? Die Brut deines Halbbruders und deren Nichte. Was? Und deine Schwester steckt mittendrin im Komplott. Mein eigen Fleisch und Blut? Und Darius, den ich wie einen Sohn aufgezogen habe? Was wirst du tun? Nachdenken. Und sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Rede stellen. Tu das. Sonst... Aber bitte halt dich trotzdem von Atala fern. Was liest du? Ein Buch. Ach, darf man erfahren, welchen Inhalt? Gedichte. So liegt doch eine romantische Ader in dir. Ich habe nichts von romantischen Gedichten gesagt. Was hast du eigentlich gegen mich? Nichts. Nichts habe ich gegen dich. Warum fragst du? Weil du immer so abweisend bist. Bin ich das? Man könnte es so sehen. Es erscheint mir so. Ach was, mir geht nur so einiges durch den Kopf. Mir gefällt dein Kopf. Ach. Und auch sonst. Mir scheint etwas entgangen zu sein. Nicht so stürmisch. Wir können es auch gerne langsam angehen. Gehen. Wir sollten gehen, die Kinder kommen zurück. Romantik gut und schön. Aber Klotik und seine Sippschaft. Sie reiten zur Burg und fahren heraus. Wie sollen sie das denn machen? Ja, das überlegen wir uns noch, aber dramaturgisch bringt das die totale Spannung. Vielleicht könnte man das mit einer Überblendung lösen. Ja, was weiß ich, das kann man dann im Schnitt machen, aber dafür habe ich keine Ahnung. Willst du nicht endlich ins Bett kommen? Du hast doch morgen Frühdienst. Wie spät ist es denn? Oh, schon eins. Ich muss wirklich ins Bett. Ja, ich bin auch schon so müde. Wir machen morgen weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du grüßt ja förmlich. Es macht Spaß. Was machst du da? Eine Teemischung, die sehr stark entspannt und die Nerven beruhigt, damit die Menschen wieder friedlicher werden. Welche Menschen? Konrad und Helen. Möchtest du? Du siehst aus, als könntest du auch etwas Entspannung gebrauchen. Ist dir jemand zu nahe getreten? Es ist nichts, ich bin nur etwas erhitzt. Ich musste mich zudem mit diesem Riegern herumschlagen. Na dann. Habt ihr einen Rat? Wir sind uns einig, dass Klotwig doch nicht so schnell aufgeben sollte. Er sucht Konrad um ein Gespräch. Wir wünschen eine friedliche, für beide Seiten akzeptable Lösung. Ja, wie lautet sie? Zuerst versucht nur, das Einverständnis Konrads zu erlangen. Ihr seht sodann von einer Besitzübernahme ab und übernehmt das von euch gewünschte Land ausschließlich zur Bewirtschaftung. Vorerst.
Allerdings verlangt ihr eine schriftliche Übereinkunft. Nach dem Ablauf einer Frist von 10 Jahren geht das Land in euer Eigentum über. Sofern sich die Sache für beide als zufriedenstellend erwiesen hat. Warum sollte Konrad sich darauf einlassen? Weil es sich zum einen um ein Stück Land handelt, das sich ohnehin in der Mitte des gesamten Landes befindet. Niemand würde es euch abkaufen, solltet ihr es eines Tages veräußern wollen. Und zum Zweiten kann es auch nur in seinem Sinne sein, wenn das Land nicht mehr brach liegt. Wir werden euren Vorschlag annehmen und schicken gleich einen Boten zu Konrad. Wir kommen soeben vom Weißen Rat. Rigan, reite sofort zu Konrad. Ersuche ihn höflich, um eine weitere Unterredung, um eine friedliche Lösung herbeizurufen. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Jetzt? Radolf, wir brauchen dich nicht mehr. Vater, du hast nach uns geschickt. Mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt engeren Kontakt zu den Mädchen aus Gurtwigs Sippschaft. Wie kommst du darauf? Es ist mir zu Ohren gekommen. Und von wem? Das tut nichts zur Sache. Hast du einen Beweis? Brauche ich einen Beweis? Ist dein Verhalten nicht Beweis genug? Ich wüsste nicht, welches Verhalten du meinst. Ich habe keine Straftat begangen. Du hast mir zu folgen. Ich habe gar nichts. Ich bin alt genug, um meinen eigenen Weg zu gehen. In dieser Sache ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Darius? Du wirkst so verlegen. Wie kommst du darauf? Ich liebe Auseinandersetzungen nicht sonderlich. Das ist alles. Hast du in dieser Sache irgendetwas zu sagen? Konrad, Helen, ihr habt mir die Familie gegeben, die ich nach dem Tod meiner Eltern brauchte. Und Maximilian ist bis heute wie ein Bruder für mich. Ich möchte mich auf keine der beiden Seiten stellen. Haltet mich für feig, aber ich enthalte mich jeder Auskunft. Seid mir deshalb nicht ungewogen, ich bitte euch. Du bist feig. Und hier nur geduldet. Vergiss das nicht. Dessen war ich mir immer bewusst. Entschuldigt mich. Wir könnten Darius sofort vor die Tür setzen. Ja, das könnten wir. Aber irgendwie ist er mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen. Und eben hat er bewiesen, dass er keineswegs feig ist, sondern bereit ist, für seine Werte einzustehen. Er ist ein Feigling und Dummkopf. Ist er das? Er hintergeht dich. Und dein stolzer Sohn? Was fällt ihm ein, mir zu widersprechen? Du hättest ihn früher härter rannehmen müssen. Ich? Du hast ihn verweichlicht. Du hast ihn zu vertraut werden lassen mit Atala. Lass Atala aus dem Spiel. Sie ist eine durchtriebene Intrigantin. Was willst du? Trudi sollte euch ein Getränk bringen, aber sie fühlt sich nicht wohl. Stell es auf den Tisch. Welche Freude? Die Freude ist ganz auf meiner Seite, werte Helen. Dich so stimmungsfroh zu sehen, erhält den Tag, nicht wahr, Konrad? Was ist der Zweck deines Besuchs? Clodwig und mit ihm auch Nurland und Erin ersucht dich um ein weiteres Gespräch, um die Sache mit dem Erbe zu einer friedlichen Lösung zu führen. Friedlich ist auch mir das Angenehmste. Ich will hören, was er zu sagen hat. Kommt in 3 Tagen. Ich lade euch zu Speis und Trank. Da redet sich's besser. Aber lasst die Mädchen zu Hause. Danke für euer Wohlwollen. Guten Morgen. Morgen. Hast du nicht gut geschlafen?
nicht. Ich habe irgendwo Schlechtes geträumt von Tränken und Brüdern. Ach, was weiß ich. Und? Ich bin mir nicht sicher. Ja, woran Atina und ich arbeiten. Was soll das Ganze denn bringen? Das ist eine gute Sache, glaub mir. Du scheinst wie neu geboren. Es tut dir gut. Zweifle nicht immer an dir. Ich weiß ja auch nicht. Komm, jetzt machen wir uns erst einmal ein gutes Frühstück. Hm? Martin hat schon recht. Es ist immer das Gleiche mit dir. Zieh doch durch, was du begonnen hast. Ja, und wenn es doch nichts wird? Dann wird's halt nichts. Ist doch egal. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Ah, du hast ja recht. Natürlich habe ich recht. Und jetzt auf in den Kampf, weitermachen. Du schaffst es jedes Mal. Klar, ist ja auch meine Pflicht als deine beste Freundin. Mir ist noch nicht klar, wie wir das Ende hinkriegen. Irgendwie klingt das noch an den Haaren herbeigezogen. Hör auf zu denken und hör auf dein Gefühl. Nicht alles muss so linear funktionieren. Und außerdem erschaffen wir hier unsere eigene Welt. Nichts muss sein wie in der Realität. Fantasie ist die Realität. Klar? Klar. Das Wichtigste vorweg, Clodwig, ist, dass du dein Temperament zügelst. Verhalte dich gemäßigt, aber bestimmt. Bedenke, dass viel auf dem Spiel steht. Gewiss. Zählt auf meinen klaren Verstand. Lasst Konrad aussprechen und überlegt, bevor ihr auf seine Fragen antwortet. Intuitive und unbedachte Reaktionen wären kontraproduktiv. Wir werden uns auch mental gut vorbereiten. Bedenkt auch, dass er in erster Linie an seine Kinder denken wird. Sichert ihm in Vertrag zu, dass ihr nicht vorhabt, seine Kinder zu übervorteilen. Und wir absolut ein friedliches Miteinander anstreben. Achtet ihn und seine Familie. Allerdings muss er auch die unsere achten. Das wird er. Solange ihr besonnen seid. Wir werden mit Bedacht sprechen. Davon sind wir überzeugt, Nulla. Geht. Und geht in euch. There is a door. A door of light. You wanna go through. Make it wrong or make it. Was machst du hier? Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Mein Vater weiß irgendetwas und wollte mich zur Rede stellen. Sei nicht unklug. Geh zurück. Du weißt doch, morgen kommt es zu neuerlichen Verhandlungen. Ja. Lass uns dabei sein und die Wahrheit offenbaren. Juna, ich will nur dich. Auch ich. Ich will nur dich. Aber mit dem Einverständnis unserer Eltern. Unsere Liebe kann das Bündnis besiegen. Atala, steht sie auf unserer Seite? Selbstverständlich. Sie wird uns unterstützen. Du musst nicht zweifeln. Ich komme und werde Vivia auch davon überzeugen. Steht Darius auf ihrer Seite? Ja. Geh jetzt. Rigan, er hat euch gesehen. Möchtest du mir etwas sagen, Rigan? Nur, dass ihr vorsichtig sein sollt. Konrad wird eure Verbindung nicht ohne weiteres dulden und Clodwig auch nicht. Clodwig hat nichts zu sagen. Er ist nicht mein Vater, nur der Mann meiner Halbschwester. Das könnte dir zum Vorteil gereichen. Dein Vater Nullan ist im Gegensatz zu ihm ein sehr verständiger Mann. Und auch Erin, die dich über alles liebt, ist dir sehr gewogen. Ich komme morgen mit. Und du, Vivia, solltest an Darius Seite stehen. Meinst du? Ich bin mir mitunter seiner Loyalität nicht sicher. Du kannst dich auf ihn verlassen. Darius braucht zuweilen länger, aber er liebt dich. Das kann ich dir versichern. Dann lasst uns dabei sein.
Wir erzählen niemandem davon. Ihr folgt in einigem Abstand. Atala wird euch in Empfang nehmen und beschützen. Und zudem seid euch der Loyalität von Maximilian und Darius sicher. Weiß Atala davon? Nein, aber Maximilian wird ihr berichten, dass ich komme. Jump off the cliff, and even you think you know better. Nun, Klodwig hat euch ein Angebot zu unterbreiten. Etwas, was ich noch nicht gehört habe? Sprich! Bruder, wir wollen doch beide friedlich miteinander leben. Das ist doch auch in deinem Sinn. Ja, weiter. Wir haben beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Land am Fluss bewirtschaften, bearbeiten, sozusagen ohne Besitzurkunde wie unser eigenes Land verwalten und bewirtschaften. Und nach 10 Jahren fällt es dann in unseren Besitz. Ich wusste es. Ihr wollt mehr Besitz. Wie unterscheidet sich das zu euren früheren Absichten? Wir wollen das Land nicht sofort in Besitz nehmen. Wir erproben die Situation und die Gegebenheiten und entscheiden später. Ja, was sollen wir mit einem Besitztum, das mitten in euren Ländereien liegt, anfangen, außer es zu unseren Zwecken zu nutzen? Da steckt sicher mehr dahinter. Du solltest nicht immer das Schlechteste annehmen. Oder glaubst du, alle denken und handeln wie deine Frau? Erin, bitte! Schon zu spät. Ich bin eine halbe Stunde mit Martin und den Kindern verabredet. Wir wollen shoppen gehen. Jetzt? Es ist total spannend. Wir sind mittendrin. Ich habe aber auch noch ein Familienleben. Du bist ja allein. Danke. Ach, so war das nicht gemeint. Aber ich möchte meine Familie nicht vernachlässigen. Hallo Papa, schön, dass du es bist. Was hast du denn auf dem Herzen, mein Kleines? Ich muss dir etwas sagen, was mir ziemlich unangenehm ist. Aber ich habe meine Wohnung verloren und bin jetzt vorübergehend bei einer Bekannten untergekommen. Zwischendurch habe ich aber ein paar Wochen auf der Straße gelebt. Aber warum hast du uns denn nicht angerufen? Du kannst doch immer zu uns kommen. Mama hält mich doch immer schon für eine Versagerin. Sie hätte mich nur fertig gemacht. Job habe ich ja auch keinen. Mama hält dich überhaupt nicht für eine Versagerin. So ein Unsinn. Immer wenn sie von dir etwas in der Zeitung gelesen hat, war sie extrem stolz. Sie kann mir ihre Gefühle nicht so zeigen. Das weißt du doch. Aber so kann es trotzdem nicht weitergehen. Natürlich kann das so nicht weitergehen, aber von meinem Beruf kann ich ja auch nicht leben. Dann such dir halt einen Nebenjob. Irgendetwas oder zumindest ein monatliches Einkommen hast. Als wäre das so einfach. Wir kriegen das schon hin. Ja, Papa. Vielleicht kannst du Mama das Ganze etwas schonend beibringen? Mach dir keine Sorgen. Wie lang kannst du denn bei deiner Freundin wohnen bleiben? Vorübergehend, aber sicher noch ein paar Wochen und dann... Dann ziehst du zu uns vorübergehend. Keine Widerrede. Und mach dir nicht immer so einen Kopf wegen deiner Mutter. Du weißt doch, wie sie ist. Du bist der Beste. Irgendwie wird sich deine finanzielle Lage schon organisieren lassen. Danke, Papa. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, mein Kleines. Hallo, mir ist unterwegs eine großartige Idee gekommen. Mir auch. Ich mache uns so schnell einen Kaffee und dann stürzen wir uns wieder in die Arbeit. Und entschuldige wegen vorhin. Egal, ich sollte nicht so egoistisch sein. Vivia, Juna, was macht ihr hier? Atala, wir brauchen deine Hilfe. Maximilian und Darius warten auf uns. Führ uns zu ihnen. Bitte, Atala. Das Gespräch ist gerade im Gange, wir sollten nicht stören. Gerade das sollten wir. Darum geht es. Ihr solltet nichts überstürzen. Mil traut dein Krug. Wir gehen nach oben. Atala, bist du dir sicher? Ja. Na dann, viel Glück. Danke, Liana. Kommt, Mädchen. Schau nicht so, folg ihnen. Ich möchte später wissen, was los war. Ja, ich gehe schon.
Diese Gelegenheit sollten wir beim Schopf packen, meine Liebe. Aber doch nicht jetzt, wo alles in Aufregung ist. Sei doch nicht so brüde. Das bin ich ganz gewiss nicht. Aber du bist unmöglich. Was? Raus mit euch! Vater, Mutter, gegen das Schicksal könnt ihr nicht entscheiden. Lasst uns etwas trinken, dann spricht es sich gleich leichter. Ich gebe zu, die Wirklichkeit hat mich überholt. Mein Sohn, nimmst du die Verbindung zu diesem Mädchen ernst? Mehr als alles. Dann will ich euch mein Einverständnis zu dieser Verbindung geben. Was bedeutet, dass auch die beiden Teile der Familie... Illegitim. Es reicht, Helen, das tut nichts zur Sache. Diese Verbindung soll die beiden Teile der Familie einander näher bringen. Blut soll uns vereinen, nicht trennen. Das Land brachte uns alle hervor. Also soll es auch uns allen den Boden für Zukünftiges bereiten. Ich will dir, Klodwig, dein Ansinnen gewähren. Wenn du mir versicherst, die Verbindung zwischen meinem Sohn und der Schwester deiner Frau, der Tochter deines Schwiegervaters, anzuerkennen. Du bist sehr gütig. Ehren und Nullen entscheiden. Das Schicksal entscheidet die Dinge und Wege im Leben. Immer werde ich für Liebe und Verständigung sein. Dann lasst uns feiern. Helen? Diese Eintracht kann auch ich mich nur ergeben. Ich wünsche unserem Sohn alles Glück dieser Welt. Ludwigs Ansinnen sei gewährt. Warum führst du mich hierher? Ich dachte, du brauchst etwas Ruhe. Spannend. Endlich ist etwas los und ich werde entführt. Ich konnte nicht anders handeln, weil du mein Herz und meine Sinne entführt hast. So viel Macht habe ich über dich? Das gefällt mir. Das glaube ich. Was willst du nun? Deine Hand. Wozu? Um sie Tag und Nacht zu liebkosen. Auch das gefällt mir. Und? Da hast du sie. Vielleicht weißt du mehr mit ihr anzufangen als ich. Da bin ich mir sicher. Ist das schmalzig? Liebe ist schmalzig. Bist du nervös? Ein bisschen, geht ja um viel. Um die Zukunft, ja. Mona hat doch ihre Arbeit gute Kontakte. Vielleicht hat sie eine Idee. Hallo. Hallo, Mona. Darf ich vorstellen, Adina, Mona? Hallo, freut mich. Hallo. Was kann ich für euch tun? Viktoria hat am Telefon schon etwas anklingen lassen. Und ich bin schon so gespannt auf eure Geschichte. Ich dürfte sie ja noch nicht lesen. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie genial ist. Wir machen noch den Endschliff, dann kannst du das Drehbuch gerne lesen. Mhm. Wenn es Adina recht ist. Ja, sicher. Was ich für euch tun kann? Unsere Kanzlei hat eine Produktionsfirma als Klienten. Ich werde versuchen, euch dort einen Termin zu besorgen. Das wäre großartig, das würde schon mal helfen. Was noch? Könntest du uns dann auch juristisch Beistand leisten? Falls überhaupt etwas daraus wird. Was heißt hier falls? Natürlich wird das was. Es braucht nur die richtige Rhetorik und ein gutes Marketing. Ja, und klar stehe ich euch juristisch bei. Habt ihr einen Zeitplan? Ich denke, wir schaffen das Ende bis nächste Woche. Was meinst du? Ja, das kriegen wir hin. Gut, dann an die Arbeit mit euch. Habe ich dir zu viel versprochen? Sag, wollt ihr nicht endlich Schluss machen? Martin, bitte, wir sind gerade im Endspurt. Wir können jetzt nicht aufhören. Schon gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So kann man das nicht drehen. Ja, dann überleg dir was. Also ich find's gut, rein gefühlsmäßig. Wir versuchen wir's. Auch wir wollen heute ein Fest feiern. Mann, wo ist Lena? Deine Mutter hat sie abgeholt.
Gut geschlafen? Ja, aber viel zu kurz. Ich hab's gelesen. Aber ich es ist fantastisch. Wirklich, findest du? Aber ich wollte dir vorher etwas dazu erklären. Ich hab's auch so verstanden. Hm. Du bist ja auch mein kluger, weiser Ehemann. Ich habe immer an dich geglaubt. Ja, aber ich hab's ja nicht alleine geschrieben. Ihr seid wirklich ein tolles Team. Wann sieht sie denn aus? Geht sie dir schon so auf die Nerven? Naja, irgendwann ist es genug, denke ich. Und wir wollen ja auch wieder mehr Platz haben und vielleicht ein bisschen mehr Zeit miteinander. Ja, ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn wir wieder unter uns sind. Trotzdem, ich werde sie vermissen. Adina ist ein wunderbarer Mensch, da bin ich ganz deiner Meinung. Ihr habt ja auch ein gemeinsames Baby und werdet vereint weiterarbeiten. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Warten wir mal ab. Wir haben nächste Woche einen Termin bei einer Produktionsfirma. Mona hat nicht so viel versprochen. Ich habe es zuerst überflogen, aber es lässt sich gut an. Vor allem gefällt mir, dass das Drehbuch von zwei Frauen geschrieben wurde. Nur wegen der Regie. Die übernehme ich. Bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Sie haben doch erst ein paar Kurzfilme gedreht. Aber es ist meine Geschichte. Also unsere und nur wir haben das Gefühl dafür. Das ist ein Argument. Also, ich möchte die Geschichte nicht ohne Adina als Regisseurin verfilmen. Na gut. Mit einem erfahrenen Team an ihrer Seite kann ich mir das schon vorstellen. Ich werde den Text meinen Kollegen zu lesen geben und dann melden wir uns. Ja? Das heißt? Wenn mal mein Okay da ist, dann geht es mir um finanzielle und organisatorische Dinge. Keine Sorge. Wir danken euch. Einvernehmen ist stets unser Ziel. Nur im Einklang kann Leben gedeihen und erblühen. Harmonie ist ein schönes Wort, nur braucht es bisweilen mehr als Worte. Das Wort ist mächtig, doch muss seine Macht auch erkannt werden. Ihr habt Geschwister einander näher gebracht. So sollte es schon lange sein. Lasst uns nun in uns gehen und gesellt euch zu den anderen. And this is my world of love, this is my world of peace. This is my world of trust, won't you join me if you please? So come on. Build a bridge with me. It's a beautiful world, so let's try it, and we will see. This is my world of kindness, it is my world of consciousness, it is my world of awareness. It's so easy you wouldn't guess, so come on. You can build a bridge with me. It's a wonderful world, so let's try it, and we'll see. And this is an unknown, it's wrong, so leave your fears where they belong. Here you'll never be left alone. We're gonna build our brand new homes. And this is my world of freedom, this is my world of respect. My world of faith, it's so easy to connect, so come on. You can build a bridge with me. It's a peaceful world, so let's try it, and we'll see. It is my world of passion, it is my world of honesty. It is my world of joys, if you're willing to live free, so come on. You can build a bridge with me. It's a peaceful world, so let's try it, and we will see.
peaceful world, and if you don't try it, we'll never see. Jump off the cliff, and even you think you know better. Try to fly. Yesterday you were a child. Time passes fast. Time to grow, time to go wild, you will win at last. Let your knights do your fights, you ride for your rights. Present and past, inflame your lights. Stop your crying. Jump off the cliff, and even you think you know better. Try to fly. Stop your crying. Run. Jump off the cliff, and even you think you know better. Try to fly. Stop your crying. Jump off the cliff, and even you think you know better. Try to fly.